Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die alte Sportlerweisheit will sich IB in diesen Tagen besonders zu Herzen nehmen. Zuletzt hat IB in der Super League überzeugt. Am Donnerstag steht aber noch mal eine grössere Herausforderung auf internationalem Niveau an. Zu UEFA Cup Rückspiel gegen Brügge. Nach dem 2-2 in Basel ist man bei IB zuversichtlich, dass das nächste UEFA Cup-Spiel gegen Brügge angeht. Die Mannschaft weiss, dass sie am Samstag zu Basel eine gute Leistung abgeliefert hat. Auf der europäischen Bühne ist eine weitere serie Leistung ganz klar Pflicht. Ein weiteres Unentschieden reicht nämlich nicht. Muss man nicht, dass diese Leistung von Basel wieder bringen und dann vom letzten Spiel müssen wir diese individuellen Fälle loslassen, weil wir müssen nicht Gegner spielerisch und mit einem Goal stark machen. Die sind sowieso stark, aber wir müssen so selbstbewusst sein, da wir gehen dort ein Tor mehr zum Schießen und weiter zum Kommen. Die Sieg gegen Basel ist sicher super für uns, aber wir müssen das schnell vergessen und wieder ein neue Match am Donnerstag so eine Leistung brauchen. Ich sage, Brügge ist für mich viel besser als FCB, wegen dem wir müssen positiv mitnehmen und wieder auf Kämpfe losgehen. Im Heimspiel gegen Brügge haben Marco Schnäuli und Sedou Doumbia die Goal für IB geschossen. Gerade am Doumbia, der auch gegen Basel, allerdings aberkannt, getroffen hat, scheint es ausgezeichnet zu laufen. Ich bin sehr motiviert und fühle mich auch sehr gut, also dank meiner Mitspieler. Mit der guten Form und dem Training, die wir gemacht haben, sollte der Sieg zu Belgien drinnen liegen. Ich denke, wir werden den Match gewinnen. Für IB geht es jetzt darum, die Feinabstimmung zu finden, damit es zu Brügge genau das Goal mehr gibt, was es eben braucht. Morgen fliegt IB ab und Telebern ist für euch hautnah mit dabei. Wir begleiten Gelb-Schwarz nach Brügge. Bilder und Eindrücke vom Abstechen nach Belgien gibt es hier bei uns im Sportmagazin, und zwar am Freitag, am Tag nach dem Spiel. Also. Weiter geht es hier bei uns jetzt mit der kurzen